Aber wir haben halt, wir haben eine Planung, wir haben eine Verfassung und auch dort kann man nicht einfach irgendeinen Schalter umlegen, sondern auch dort ist eine Beschränkung da. Und darum ist die Verfassungsbeschränkung genagelt, doppelt genagelt, dreifach genagelt mit dem Tropfenzählsystem, auch technisch. Und darum ist einfach alles anders. Man kann schon ein bisschen glauben und emotional sein, aber wir sind ein Rechtsstaat und wir setzen den durch. Und auch das Parlament wäre die Ersten, die sagen, nein, das werden wir nicht. Von Grenze zu Grenze sind in der 10 Jahren nach Annahme dieses Artikels auf die Schiene zu verlagern, sprich null. Und das Gesetz sagt 650.000 und in 10 Jahren sind auch schon abgelaufen und Sie wollen noch das aufweichen. Wie viel Verfassungsbruch ist die FDP bereit, hier noch zu begehen?